Moin bei kugelbahn.de. In diesem Video möchte ich euch mal wieder ein neues Kugelbahn-System vorstellen. Und zwar ist das das Marble Rush von VTech. Und ich habe hier insgesamt drei Sets davon zur Verfügung. Ein kleines Einsteiger-Set und das große. Da sind schon ziemlich viele Teile drin, wo man auch individuelle Kugelbahnen mitbauen kann. Das ganze System richtet sich an ein bisschen jüngere Kinder ab 4 Jahren. Und es sieht auch schon auf der Verpackung eigentlich recht interessant aus, weil recht viele Action-Elemente da mit drin sind, die teilweise auch elektronisch betrieben sind. Was jetzt genau alles drin ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. So, los geht's und ich werde jetzt natürlich nicht alle drei Sets komplett hier auspacken und so. Das werde ich nur mit dem großen machen. Ich will aber kurz die kleinen nochmal vorher beschauen hier. Ich halte jetzt einfach mal in die Kamera rein und man sieht halt die ungefähre Größe der Bahn. Insgesamt sind in diesem Einsteiger-Set, was auch mit Level 1 bezeichnet ist, 62 Teile drin und mit 5 Kugeln. Und ich finde, daraus lässt sich doch schon mal was relativ Großes bauen. Man sieht auch hier sofort den Unterschied zu Gravitrax zum Beispiel, wo ja sechseckige Grundformen vorhanden sind und hier sind es halt 4 Eckige, was das Ganze natürlich für Kinder ein bisschen leichter zu bauen macht. Dann gibt es hier ja noch das etwas größere. Hier sind dann 79 Teile drin und schon 10 Kugeln mit dabei. Hier sieht man auch schon ganz andere Teile. Hier ist eine Rakete mit drin, da ist auch ein Knopf und ein Schalter. Da kann man ja gespannt sein. Hier wird eine Kugel hochgeschossen. Da muss man wahrscheinlich auf den Knopf drücken oder so. Mal sehen, was da dann so drin ist. Dann kommen wir jetzt zum größten Set. Ich hoffe, ich kriege das auch noch ins Bild rein. Wird schon ein bisschen schwierig. Und hier sind, das ist die Rückseite. Und hier sind schon 135 Teile drin und ebenfalls 10 Kugeln. Und zum Drehrad, man kann das jetzt hier nicht sehen. Ich halte es mal in die große Kamera rein. Hier ist so ein Drehrad, was die Kugeln nach oben transportieren kann. Ein großer Trichter, wo die Kugeln schön durchlaufen können. Und dieses große Set hier packen wir jetzt mal aus. Mache ich erstmal hier die üblichen Klebestreifen ab. Und auf mit dem Ding. Hier sind noch an der Seite welche dran. So. Dann schauen wir mal, hier sind schon jede Menge Teile, es fällt einem aber nichts entgegen und hier ist das raschelt jetzt wahrscheinlich sehr, eine Tüte mit, ich würde sagen, das sind Höhensteine und auch gleichzeitig Bahnteile. Hier ist eine sehr lange Rampe schon zusammengebaut, ja, sitzt auch fest. Und weiter geht's hier, ein gelbes Teil, oh, es ist jede Menge, noch weitere Tüten, das sieht aus, als wären das Kurvenelemente. Dann ebenfalls größere Kurven, so 180 Grad, wie das aussieht. Eine Kanone müsste das sein, wenn ich hier drauf drücke, dann bewegt sich da der Hebel drinne. Und dementsprechend wird die Kugel wahrscheinlich mehr oder weniger gut nach oben geschossen. Boah, Junge, das ist aber ganz schön stramm gepackt hier. Die brauchen aber ein System dabei. Ein grüner Trichter quasi, wo die Kugeln am Rand entlang laufen können. Dann gibt es hier weitere Höhensteine, ebenfalls mit Bahnelementen, nur in einer anderen Farbe. Ich weiß nicht, ob es sonst noch Unterschiede gibt. Dann ist das hier auch ein elektronisches Teil, hier mit Schaltern dran. Und oh, da ist sogar Strom drauf, beziehungsweise die Batterien sind eingelegt und hier kann ich dann jetzt irgendwas drauf drücken. Na, ich kann hier nach Farben irgendwas machen. Na, da kann man ja mal gespannt sein, was das ist. Aber ich glaube, das macht nur einfach Töne, wenn die Kugeln da durchlaufen. Eine weitere Tüte mit weiteren Bahnteilen. Hier geht's bergab, so wie das aussieht. Noch ein paar größere Teile und hier ist dieses Rad, was die Kugel nach oben transportiert. Das kann ich auch anstellen und dann beginnt sich das gleich zu drehen. So, das ist doch okay. Die Kugeln sind sehr leicht. Dann ist hier
in ein Tütchen das, die Bedienungsanleitung bzw. die Aufbauanleitung drin. Und hier ist jetzt noch etwas in einem extra Kartönchen. Auch jede Menge Teile. Die lasse ich vielleicht auch erstmal weitgehend da drin. Hier sind noch so Schlängelteile drin. Hier geht es mit so einem Teil noch ein bisschen bergab. Jede Menge Barcelona. Hier so eine Art Trichter und ein Auffangteil darunter, wie es aussieht. Den scheint es in diesem Set gleich zweimal zu geben. Und okay, hier sind wirklich viele Sachen drin. Hier ist noch, keine Ahnung, nichts zu identifizieren gerade. Und hier kann man auf jeden Fall noch irgendwie was mit in die Höhe bauen. Werden wir ja dann sehen. Hier sind jetzt die Bodenplatten drin, die jeweils so aussehen hier. Und dann, man kennt es, einfach so zusammengebaut werden und schon kann man seine Kugelbahn, je nachdem wie man das möchte, individuell zusammenstellen. Hier ist noch eine weitere Tüte mit, das knistert ganz fürchterlich wahrscheinlich, mit transparenten Elementen drin. Ich würde rein von der Form her sagen, dass das auch Höhensteine sind, nur eben in durchsichtigem Kunststoff. Mehr ist nicht drin, das war's. So, okay, werfen wir noch einen Blick in die Bedienungsanleitung rein. Und schauen mal. Hier sind auf jeden Fall noch, ist eine kleine Bedienungsanleitung ist das. Hier sind Aufkleber für die Teile. Die werde ich jetzt nicht nutzen. Hier ist noch so eine Folie, ein bisschen dicker, irgendwas zum Dranpappen. Wenn ich das so richtig sehe, dann gibt es hier drei verschiedene Aufbauanleitungen und wir bauen natürlich jetzt die komplizierteste Bahn auf. So, ich habe die größte Bahn jetzt hier mal aufgebaut und schon mal ein, zwei Kugeln durchrollen lassen. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe erstmal nach dem Preis geguckt, weil ich hatte in Erinnerung, dass das Ding so um die 60 Euro kostet, dieses Set. Momentan habe ich sogar für 49 gesehen und ich muss sagen, dafür ist das Ding sensationell. Die Teile sind qualitativ sehr hochwertig, die sitzen gut ineinander. Diese verschiedenen Schienen muss man so ein bisschen reindrücken, dann hält das aber auch wirklich vernünftig da drin. Der Aufbau war recht simpel, ist ja alles bebildert dargestellt. Er erklärt auch, welche Teile, wovon ich für welchen Bauschritt brauche. Und die sind dann auch farblich im jeweiligen Bauschritt hervorgehoben, was wirklich tadellos funktioniert. Natürlich musste ich mal kurz was zurückbauen, weil ich ein transparentes Teil zwischendrin vergessen habe. Aber hiermit kommen auch die Kleinsten klar. Und da sollte dann bei ganz jungen Kindern vielleicht noch jemand Erwachsenes auf jeden Fall mit dabei sein und ein bisschen zur Hand gehen, zumindest bei den ersten Malen. Sobald man hier weiß, so rum muss das reingesteckt werden, hier brauche ich ein bisschen mehr Kraft, ist das, denke ich mal, überhaupt kein Problem. So, kommen wir mal zur Bahn selber. Es gibt hier mehrere Funktionen. Es ist keine Endlosbahn, wie ich erst gedacht hatte, was cool gewesen wäre, aber ist nicht so. Ich stelle jetzt mal dieses Rad hier an, wenn ich den Schalter erwische. Ich erwische ihn, jetzt summt das so ein bisschen, ist halt ein Motor drin. Und hier aktiviere ich jetzt mal kurz die Sounds. Gibt es auch zwei Lautstärken. Und auch zwei verschiedene, okay, diesen Schalter hier hinten kann ich stellen auf Soundeffekte oder Musik. Die Musik schenken wir uns jetzt mal. Ich gehe auch nur auf die Soundeffekte. Das ist dann doch ein bisschen anstrengend und werfe jetzt hier oben mal zwei Kugeln rein. Oder eine Kugel rein, die läuft dann hier durch den Trichter durch. Da macht das Ding dann halt die Töne, man hört es. Und hier wird die Kugel dann im Rad wieder nach oben transportiert und dann läuft die hier weiter durch diesen Trichter. Ich hatte hier das Problem schon, dass die Kugeln hier rausgeflogen sind, weil sie zu viel Schwung hatten. Okay, ich stelle den Ton jetzt mal aus. Ist dann doch ein bisschen anstrengend. Diese Kugel ist jetzt hier gelandet. Nicht so ganz richtig, aber ich habe jetzt ein bisschen nachgeholfen, damit die richtig da drin liegt und ich kann die jetzt hier mit diesem Hebel da hochschießen.
Hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ich probiere es jetzt mal so. Ja. So ging es jetzt. Und dann nimmt die den nächsten Weg und rollt dann da hinten in die Kanone rein. Ich muss jetzt mal darüber gehen. Und wenn die hier dann richtig da drin liegt, was sie bisher eigentlich immer getan haben, schießt die Kanone, die dann hier in diesen anderen Trichter wieder rein. Ich stelle jetzt mal gerade das elektrische Gerät hier nochmal aus. Muss ich natürlich feste da drauf kloppen. Das war jetzt zum Beispiel zu feste. Ich nehme jetzt nochmal eine andere Kugel und ja, so hat es jetzt geklappt und dafür ist halt auch dieser Fänger da dran. Ne? Dafür ist der da und das hat jetzt nicht geklappt. Das hat wieder geklappt und hier kann ich jetzt wieder da hochschießen, wo man einen gezielten Druck, okay, die ging seitlich weg. Ja. Jetzt hat es geklappt, jetzt rollt sie wieder daher und wieder in die Kanone. Ich kann wieder zurückschießen und dann kommt sie wieder hier und kann ich hochschießen. So, um die Kugeln hier oben laufen zu lassen, komme ich nicht drum rum, die hier reinzuwerfen auch und das Rad hier anzustellen, damit die sich auch bewegen. Diese Weiche hier funktioniert auch ohne Elektronik, macht da nur eben keine Töne. Wer für seine 4- bis 7-jährigen Kinder eine coole Kugelbahn sucht, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle, würde ich sagen. So vor dem Gravitrax-Alter halt. Für den Preis von 50 bis 60 Euro ist die Teilequalität wirklich super. Da riecht auch nichts nach billigem Plastik oder lässt sich verbiegen großartig. Die Teile sitzen fest ineinander, die Kurven halten, diese Säulen halten. Ein bisschen schwierig ist es wahrscheinlich, diese Kugel hier immer da hoch zu schießen. Da muss man schon ziemlich gut treffen. Mit der Kanone geht es ein bisschen simpler. Und für den Preis ein Top-Set. Und hier muss ich sagen, das ist eine schöne Kugelbahn. Lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert natürlich auch das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann seht ihr die anderen beiden Sets noch im nächsten Video und auch die ganz große Bahn, die ich dann aus diesen Teilen selber zusammenbaue. Und tschüss!